Warnung, dieses Video könnte Spuren von Ironie enthalten. Sollten Sie unter Humorintoleranz leiden, dann schalten Sie frühzeitig ab. Eltern haften für Ihre Kinder und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Heute geht's um das aktuellste Video von Leon Mascher. In diesem Video bezieht er sich auf die einzelnen Geschehnisse auf seiner Promotour in Augsburg und Bremen und so weiter. Aber das eigentlich Interessante kommt erst gegen Ende des Videos. Da geht er nämlich auf die YouTuber ein, die laut ihm die ganzen Klicks nur auf seinen Nacken machen, wie er es immer so schön darstellt. Dementsprechend müsste er inzwischen bald einen richtigen Stiernacken haben, also ordentliches Nackentraining müsste das sein. Darum geht's mir aber gar nicht, sondern um die zwei YouTuber, auf die er anspielt. Er sagt zwar keine Namen, aber er geht auf zwei Kanäle und dem aufmerksamen Beobachter sollte da nicht entgangen sein, dass es um die Kanäle von Klängern und Der Heider geht. Beide machen ja ab und zu immer mal wieder augenzwinkernde Videos über Leon Maschers Inhalte. Leon Mascher verlangt nun von den beiden, dass sie damit aufhören sollen. Und jetzt kommt das Interessante, er lädt die beiden ein, doch mal persönlich zu ihm vorbeizukommen, damit man sich zusammensetzen könnte, quasi an den runden Tisch, und das Ganze mal klären kann. Hier einmal Leons persönliche Einladung. Ganz ehrlich, dann kommt gerne nach Hamburg. Ich werde mit euch reden im Café. Könnt ihr nach Hamburg kommen? Wir reden im Café. Einzige Bedingung dabei ist allerdings, keine Kameras sollen dabei sein. War da nicht mal was? Leon Mascher, eine Unterhaltung ohne Kamera? Ich weiß ja nicht. Frage doch mal Mimi dazu. Und Leon Mascher hat drauf bestanden, dass ich meine Jacke ausziehe, mein Handy rauslege, meine Geldtasche rauslege, meine Kamera ohne Speicherkarte und wir uns an den anderen Tisch setzen, damit ich ja nichts aufnehmen kann. Aha, also die Ähnlichkeit sehe ich da nicht. Ein Treffen ohne Kamera, es wird ja alles gut sein. Also problematisch könnte es ja dann nur noch werden, wenn Der Heider und Klängern versuchen, auf die Tomatenallergie von Leon Mascher einzugehen. Dann könnte ja sowas nochmal passieren. Also ich bin gespannt, ich gehe mal nicht davon aus, dass Klängern und Der Heider sich darauf einlassen, so ein privates Treffen mit Leon zu machen. Außer es sei denn, im Falle von Der Heider, wenn sich Leon und Der Heider nackig auf einer Wiese treffen, oder? Könnte da was dran sein? Aber können wir nicht drüber reden und uns vielleicht sogar lachend in die Arme fallen? Auf einer Wiese? Nackig? Bisher gibt es noch keine Reaktion von Klängern und Der Heider in Bezug auf diese Einladung von Leon. Mal schauen, was sich da in Zukunft noch ergibt. Wir können, glaube ich, aber gespannt sein. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr meint. Ob sich die beiden auf so ein Treffen einlassen oder nicht. Und vielleicht ist der Grund, warum die beiden bisher noch keine Reaktion gezeigt haben, dass so ein mysteriöses, geheimes Treffen ja bereits schon stattgefunden hat. Müssen wir uns etwa Sorgen um die Gesundheit von Klängern und Der Heider machen? Haben die beiden Teufelskerle etwa in ihrem Übermut Tomaten mitgenommen? In diesem Sinne war es das dann auch von mir und ich gebe zurück ans Studio. Ciao!